Hallo meine Lieben, heute ist mein Geburtstag und ich habe Post bekommen und eine Überraschungspost sogar. Denn die liebe Saskia, hallo Saskia, seid gegrüßt, hat mir ein Paket zugeschickt und ich bin gespannt, was drin sein wird. So, mein Freund hat das Ganze schon vorausgepackt und wir gucken jetzt mal, wie ich es vorgefunden habe, und zwar so. Hier ist oben drin ein Zettel, weil das hier war ganz schön doll eingepackt und er hat es für mich ausgepackt, dass ich jetzt nicht so lange brauche. Auf dem Zettel steht drauf: Liebe Nati, da wir uns schon öfter über Firefaxen unterhalten haben, ich dich aber noch nicht hundertprozentig anstecken konnte, bis jetzt kommt hier das perfekte Geburtstagsgeschenk für dich. Jetzt hast du keine andere Wahl mehr. Happy Birthday, liebe Nati, liebe Grüße, Saskia. Das stand auf jeden Fall drin. Also ja, wir haben uns tatsächlich mal unterhalten über das Firefaxing. Wir kennen uns jetzt aber schon fast ein Jahr, haben zwischendrin den Kontakt verloren und haben über das Firefaxing geredet. Bin eigentlich total dagegen, so viel Geld für etwas auszugeben, was ich vielleicht nicht durchziehe. Aber ob das schön aussehen, tut es natürlich. Und keine Angst, ich werde jetzt hier nicht 100 Filofax-Videos machen. Ja, lasst uns doch mal gucken, was da drin ist. Sie hat es ja schon vorgegriffen in dem Brief, was da wohl drin sein wird. Ja, fangen wir doch mal an. So, ich habe jetzt ungelogen gerade über 40 Minuten ein Video für euch gedreht, über das Paket, was ich euch gerade gezeigt habe. Ich habe mich jetzt aber dazu entschlossen, dass ich euch in der Nahaufnahme kurz zeigen werde, damit es schneller geht, was alles drin war. Hier sind zwei Filzplatten drin gewesen, hier mein schöner Liebesbrief. Dann sind hier so eine schönen Einlagen mit drin, hier so sehen die alle aus. Ich bin übrigens ganz großer Fan von den beiden hier. Dann sind diese super schönen Sticker drin. Hier immer mit diesen Herzchen. Und hier sind so eine Eck-Sticker drin. Hier waren dann noch so eingepackt Briefumschläge. Jetzt zeige ich euch mal den Inhalt. Wir fangen mit diesem hier an. So, hier sehen wir dann den blauen Umschlag, den Inhalt sozusagen. Hier die Klammern sind unheimlich süß. Da. Und das hier ist auch für mich so ein Highlight. Ich mag so eine Sprüche und auch dieser kleine süße Eiscreme-Beutel. Unheimlich putzig. Also ihr seht, mit unheimlich viel Liebe ausgesucht, die ganzen Sachen. So, machen wir weiter mit dem rosanen Umschlag. So, das ist der Inhalt. Hier einmal die kleinen süßen Stickerchen. Meine Lieblinge sind übrigens die Panda-Bären und die Bärte. Und hier der kleine süße französische kleine Stingi da. Dann hier so eine Briefmarken-ähnlichen. Dann die finde ich übrigens total cool. Die habe ich auch schon beim Basteln benutzt mit meiner Mama, wenn wir Postkarten machen. Und das ist sozusagen der ganze Inhalt. Und hier übrigens hier Bambi und die Eule. Oh, sind die nicht süß? So, das ist der Inhalt vom Weißen und oh mein Gott, schaut euch mal diese süßen Teile an. Schaut mal. Die sind auch so toll. Also ich gewinne so langsam echt, also ich verstehe so langsam, warum alle das so toll finden. Guck mal, die süße Katze. Oh, toll. Jetzt im Ernst, wie krass ist das denn? Schaut mal. Krass, oder? Also ich bin absolut sprachlos. Zur Geschichte, sie hatte halt gesagt, dass sie gerne wollen würde, dass ich auch Filofaxing mache und dass ich halt auch YouTube-Videos darüber drehe. Unfassbar. Das ist... Ich danke dir, wirklich, Saskia. Das ist so heftig. Du hast mir so viele Sachen zur Deko reingelegt und jetzt auch noch... den. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich mein Update-Video zu meinem Filofax dann drehe, weil ich glaube, ich bin ja das jetzt einfach schuldig, dass ich ihr mal zeige, was ich daraus gemacht habe, aus all den schönen Sachen, die sie mir zugeschickt hat. Ich hoffe, ihr versteht das und seid mir da jetzt nicht böse oder denkt mir, sie wird sich untreu. Aber wenn man sowas zugeschickt bekommt mit dem Gedanken, dass diejenige einen damit eine Freude machen möchte und mich überreden wollte, dass ich das auch mir besorge, und sie mir das jetzt letztendlich hierher schickt, dass ich das mache. Das ist unheimlich schön. Ich bin ihr das mehr als schuldig, dass ich darüber wenigstens mal ein Video drehe. Mal schauen, wie es jetzt abläuft, wie doll es mich packt. Also ich möchte nicht ausschließen, dass ich nicht nochmal irgendwann ein Video darüber drehe.
Aber auf jeden Fall kommt mal ein Update darüber, was ich aus ihm gemacht habe und aus den ganzen Sachen, die hier drumherum liegen. Ich freue mich riesig. Ich danke dir nochmal. Ich sage auch nochmal danke, dass ihr euch das Video jetzt angeguckt habt. Und ich danke dir vielmals. Tschüss, Mädels. Das ist voll süß, die Idee, das alles so zu verpacken. Also ich habe mit sowas, also ich bin überwältigt, dass ihr mir Sachen zum Basteln zuschickt, um mich zu überreden, dass ich mir auch ein Filofax kaufe. Voll schön, wartet mal. Ich hole euch mal, glaube ich, ein bisschen näher ran und zeige euch dann, was da so drin ist. Wartet. Das hat so keinen Sinn. Ihr müsst ja nicht mich sehen. Das ist richtig krass, weil ich glaube, du möchtest wirklich, dass ich jetzt damit anfange, ne? Krasse Scheiße. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist? Ihr lernt jemanden kennen und dann schickt er euch so ein mega Riesenpaket. Ich meine, ganz ehrlich, das ist noch nicht vorbei. Und das ist jetzt schon richtig viel. Ich meine, davon kann ich wahrscheinlich 3 Kalender basteln. Das ist schon übel. Kleine Sachen, die das Leben schöner machen. Okay. Ich hätte das übrigens immer mit so einem ganz süßen Washi-Tape zugeklebt. Hast du die her? Hast du den selber gemacht? Der ist ja süß.